Yo, Leute, Traffic hier und damit herzlich willkommen zu meiner Review zu der Boruto-Folge 4 und ich kann gar nicht glauben, ein Monat ist es schon her, seitdem Boruto angefangen hat und wir befinden uns immer noch in den Akademie-Folgen, die natürlich nicht so schnell sind wie der normale Verlauf, aber die Folge war echt lustig, muss ich sagen, hatte gute Momente und hat nochmal die Charaktere sehr, sehr gut gezeigt, denn was ich an mir selber auch so ein bisschen merke, dass ich mir jetzt alle Namen merken kann und ich glaube, das möchte der Anime auch ein bisschen suggerieren, dass man sich sowohl den Namen als auch die Charakterzüge merken kann und das funktioniert enorm gut, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, wir haben noch zwei Folgen, also bis Folge 6, dann wird wahrscheinlich die Akademie zu Ende sein. Man weiß nicht ganz genau, aber der Titel, der weist ein bisschen darauf hin, also müssen wir abwarten. Aber wie dem auch sei, gehen wir auf die Folge an sich hin. Und zwar sehen wir Konohamaru am Anfang, dass er übelst am Abgehen ist. Und ich hatte so eine kleine Erinnerung an Naruto, als er damals gegen Pain gekämpft hat und auf den Fröschen stand. Hat mich so ein bisschen an Konohamaru hier erinnert, auch mit dieser Shiftrolle auf dem Rücken. War so eine kleine Anlehnung, fand ich. Aber was auch sehr interessant war, ist, dass gesagt worden ist, dass Konohamaru der Stolz von Konoha ist. Und ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass das am Anfang so eine Szene war, wo er geträumt hat, also Konohamaru, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so wichtig ist, dass er so viel Props bekommt, aber freut mich wirklich sehr. Ich bin ein großer Konohamaru-Fan, was das angeht, weil der Sarutobi-Clan allgemein ein echt cooler Clan ist und Konohamaru ist schon so lange mit dabei, deswegen hoffe ich, dass er in Boruto Naruto Next Generations ordentlich was abbekommt, denn wir haben ja bald, sage ich mal, die Folgen im Team Konohamaru mit Sarada, Mizuki und Boruto und da hoffe ich sehr, sehr stark, dass die erste Mission von denen ein bisschen auf die Strecke geht, dass sie jetzt einen Gegner haben, der viel zu stark ist, wie damals zum Beispiel Zabuza. Die Mission war ja auch sehr, sehr hart und da hoffe ich sehr, sehr stark, dass Konohamaru mal einen ernsten Kampf bekommt und dass wir vielleicht mal auch ein bisschen Blut sehen könnten und allgemein, dass es ein bisschen brutaler wird und Konohamaru mal richtig zeigt, was er drauf hat, weil, wie es scheint, hat er sich echt gemacht. Konohamaru scheint auf einem echt guten Level zu sein, das sieht man hier ganz, ganz stark. Was er genau drauf hat, ist natürlich eine andere Frage und was ich ein bisschen schade finde, ist zum Beispiel der dritte Hokage, ja, Hiruzen und Sarutobi, der hatte diesen Affen Enma, den fand ich endcool. Finde ich ein bisschen schade, dass Konohamaru dann auch ein bisschen auf die Frösche gegangen ist, wie sein Meister quasi, Naruto. Aber wer weiß, vielleicht hat er noch mehr drauf, wäre auch ganz cool an dieser Stelle, aber ja, Boruto pusht ein bisschen dagegen und blamiert sich dann selber mit dem Jutsu, weil er versucht das auch zu machen und ich denke, was der Anime hier ganz, ganz stark suggerieren möchte, ist, dass neuen Zuschauer erklärt wird, was denn das Jutsu des vertrauten Geistes ist. Wie gesagt, wir haben auch in der dritten Folge, glaube ich, erklärt bekommen oder in der zweiten Folge, ich bin mir gerade nicht sicher, da haben wir erklärt bekommen, was Chakra ist und Leute, bitte, ich glaube, wir wissen alle, was Chakra ist, aber wir merken ganz, ganz stark, dass auch eine neue Zielgruppe hier angesprochen wird, deswegen, ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu den Schülern, die sagen halt, was sie beschwören möchten und Boruto möchte eine Schlange beschwören, was am Ende natürlich auch in gewisser Weise passiert, aber sehr interessant, dass er auf den Schlangenweg möchte und die anderen Schüler fucken ab, muss ich sagen. Also dieser Kreis von Schülern, sag ich mal, der zu den Eltern gehört von Naruto, von dem normalen Naruto, die finde ich echt cool, muss ich sagen, aber die anderen Schüler sind echt nur am Nerven. Wen ich cool finde, ist Evabel, der gefällt mir sehr, muss ich sagen, da komme ich auch mal gleich nochmal zu und denke, ja, weiß ich nicht, den akzeptiere ich, sag ich mal, aber die anderen Schüler nerven mich extrem stark und was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, alle reden so, ich glaube, Denki wollte einen Skorpion haben, Chikadai wollte eine Spinne haben, Boruto natürlich die Schlange und Metelli sagt dann, ich will einen Gorilla haben und die Mädchen sagen dann nur, sie haben nur Insekten im Kopf. Also, ist ein Gorilla jetzt ein Insekt oder was? What the fuck, Mann? Ich muss sagen, diese anderen Schüler fucken mich richtig ab, richtig behindert. Aber Inujin, meine Freunde, der hat mich ultra surprised in dieser Folge, weil ich persönlich, ich mag Sai nicht so sehr. Ja, den finde ich ein bisschen unnötig. Ich weiß nicht, ich komme mit denen so nicht zurecht. Ino finde ich cool, aber Sai mag ich nicht. Aber Inujin hat mich echt überzeugt. Als der Shoujo gedisst hat, dass sie fett ist, ey, meine Fresse, das war richtig geil und allgemein in dieser Folge kommt der viel sympathischer rüber und viel cooler rüber, deswegen Inujin gefällt mir sehr, ich bin sehr gespannt, wie der dann später aussehen wird und was seine Rolle sein wird. Ja, und Shino kommt in der Folge nicht wirklich an die Schüler ran, die machen auch ein bisschen um Shino rum, sage ich mal, dass man den Weg auch nochmal ein bisschen hat. Mal sehen, wie weit Shino wichtig sein wird, auch nach der Akademie, wie Iruka zum Beispiel für Naruto, so eine Supportenrolle, denke ich mal, würde bei ihm auch Sinn machen, aber wie das inwiefern sein wird, ist halt die Frage, weil Boruto und Shino haben nicht so den krassen Draht zueinander. Ich meine, Shino ist der Lehrer, aber das war es auch wirklich. Also Boruto und Shino, die brauchen noch diesen Draht, sag ich mal. Und dann kommen auch die Blicke von Boruto gegen Sarada, die sehr, sehr stark an Naruto gegen Sasuke erinnert haben. Also sehr, sehr, sehr stark. Und was mir aufgefallen ist, in dieser Folge gab es keinen Naruto, was auch ein bisschen überraschend ist, weil man hat immer gesehen, dass er gearbeitet hat, dass Boruto nach Hause gekommen ist oder irgendwas. Aber in dieser Folge hatten wir keinen Naruto, was ziemlich krass ist. Also wirklich, das ist echt krass, muss ich sagen. Und er hat ja in der letzten Folge viel zu tun gehabt. Vielleicht ist da irgendwas schon in Arbeit, sag ich mal. Irgendeine Mission ist schon da wirklich am Ablauf, irgendeine streng geheime Mission oder so, könnte ich mir da auch sehr, sehr gut vorstellen. Da kommt auch der Streit ums Yakisoba-Brötchen. Ich habe das Gefühl, das ist echt in jedem Anime so, dass es dieses Brötchen gibt und das Coole ist, Sarada und Boruto streiten sich ja und Shoujo kommt dann mit 10 Stück um die Ecke. Also hat er nochmal wirklich jeden Charakter gut gecatcht und ja,
Streiten sich wegen einem Brötchen, was soll man dazu noch weiter sagen? Shino schlägt dann den Wettbewerb vor. Capture the Flag heißt es, also wer die Flagge zuerst bekommt, hat quasi gewonnen. Und da muss ich sagen, Evil, sehr, sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so ein Charakter sein wird, der wahrscheinlich nach ein paar Folgen, also Folge 20 rum, sage ich mal, nicht mehr wichtig sein wird, weil ich habe das Gefühl, Evil, Denki und dieses lilahaarige Mädchen sind Anime-Only-Charaktere, weil die Manga natürlich nicht aufgetreten sind. Und deswegen denke ich jedenfalls, dass sie nicht weiter wichtig sein werden. Aber wissen wir nicht. Wissen wir wirklich nicht. Deswegen abwarten. War auf jeden Fall sehr, sehr cool mit dem Erdversteck, dass er so quasi die rechte Hand von Boruto widerspiegelt. Hat mir sehr, sehr gefallen, was den angeht. Bin ich auch nochmal gespannt, was mit dem in Zukunft sein wird. Jojo ist dann going strong, will ich fast sagen. Also sie zerstört dann die Wand und sagt dann, dass sie Kalorien verbrannt hat. Also, wer Naruto Gaiden gelesen hat, der kennt Jojos Charakter ein bisschen. Ich muss sagen, ich mag Jojo überhaupt nicht. Ich habe sie in Gaiden gehasst. Ich habe sie sehr, sehr stark gehasst. Naruto, also Boruto, Naruto, The Next Generations macht ein bisschen besser, weil bei Jojo wird man da ein bisschen sympathischer, muss ich sagen. Ich mag sie ein bisschen mehr als im Manga Naruto Gaiden. Da war sie echt nervig. Hier geht's eigentlich, hier finde ich sie ganz cool. Deswegen mal gucken, ob sie das in der Zukunft halten kann oder wieder abfallen wird. Shikadai ist dann auch wieder richtig stark dabei und man merkt wirklich, dass die Schüler, also die Kinder eher gesagt, wirklich ihre Eltern in gewissen Weisen übertreffen, sag ich mal. Boruto kann schon Schattentruppe gegen und vernünftig kämpfen. Shikadai kann mehrere Leute kontrollieren. Jojo kann diese Wände zerstören schon mit dem Entfaltungsjutsu. Man merkt sehr, sehr stark, dass die echt ziemlich krass sind. Auch Metalli, wer weiß, ob diese Tore, die er geöffnet hatte, davon kommen, dass er quasi von der Schlange kontrolliert worden ist, was ich nicht glaube. Oder dass das einfach drauf wird, weil, ey, der ist in der Akademie und kennt das schon. Das ist echt insane und das passt halt zu dieser Aussage, die wir in jedem Anime haben und auch in Naruto haben. Die neue Generation übertrifft immer die alte und hier sieht es auch sehr, sehr stark danach aus, dass es der Fall sein wird, auch wenn ich nicht weiß, wie stark Sarada ist, weil Sarada gegen kleinen Sasuke, ich weiß nicht, wer da wirklich gewinnen würde, deswegen, wir haben von Sarada echt nichts gesehen, das ist so mein nächster Punkt auf der Liste und zwar, Sarada, wirklich sehr, sehr schade fand ich in der Folge, absolut gar nichts von ihr gesehen, hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, ich habe mich echt gefreut auf sie, weil sie ist auch einer meiner Favorites, einer meiner Geheimfavoriten, sage ich mal, weil, ja, was heißt Geheimfavoriten, die ist natürlich ein wichtiger Charakter in Boruto, der zweitwichtigste Charakter sogar, aber ich erhoffe mir sehr, sehr viel von ihr, weil sie so einen coolen Charakter eigentlich hat und so gute Wurzeln hat, deswegen könnte sie echt ziemlich krass werden, aber in dieser Folge absolut gar nichts. Metzeli auch ziemlich cool dabei mit den Shuriken, die er gefangen hat, aber leider nervös, deswegen fällt er auch früh raus. Denki, Laptop, Kennst, alles zeigen ihre Stärken, so viel dazu. Und ja, ein Frosch erschreckt dann die Mädels von Inujin und Boruto verkackt das Ganze seine Fresse, war da auch ganz gut zu sehen. Wie gesagt, der Plot ist jetzt momentan echt dünn, also da ist nichts Besonderes dabei, wo man sagen muss, ja, das war richtig heftig. Letzte Folge war ganz cool mit der Strategie gegen Metalli, das hat mir sehr gefallen, aber in der Folge war es halt eher dünn vom Plot. Das muss man jetzt ein bisschen akzeptieren, weil die Folgen bauen halt aufeinander auf. Das pinkhaarige Mädchen, naja, habe ich auch nicht groß viel zu sagen, ich mag die auch nicht so wirklich, also sie ist nicht so Hinata, ich finde, sie versuchen, so Hinata darzustellen in ihr, aber funktioniert meiner Meinung nach nicht so wirklich. So, Boruto schießt sich ganz cool nach oben mit den Schattendoppelgängern, fand ich, also er stützt sich gegenseitig ab oder er schießt sich gegenseitig hoch, das hat sehr, sehr cool ausgesehen und Boruto hat mich so ein bisschen erinnert, wie Naruto in Folge 1 mit dieser Schriftrolle, die er geklaut hat oder gegen Pain halt, wo er auch diese Schriftrolle hatte, also sah sehr, sehr cool aus, hat mich daran erinnert und das schafft Boruto ja immer ganz gut und ja, Siegel der Schlange ist da, also Boruto beschwört dann diese Schlangenwesen und wir sehen, dass dieses Siegel, was bei Denki und bei Metalli aufgetaucht ist, wieder da ist und das Siegel sieht man ganz und ich muss sagen, man sieht da nicht so viel, weil man sieht ein Auge, also dass das Ding nur ein Auge hat und irgendwelche komischen Sachen, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll, also die Zacken scheinen auch alle weg zu sein jetzt, deswegen ist meine Frage, auch eine Frage oder die Community-Frage von dieser Folge, würde ich schon fast sagen, deswegen schreibt das mal gerne in die Kommentare. Denkt ihr, dass diese Schlange ein Plot gewesen ist für den Anfang, also nur für jetzt, oder denkt ihr, dass es später vielleicht ein bisschen wichtig sein wird, weil wir sehen in der Preview beispielsweise, dass Boruto wieder das Tensei-Gun erweckt und wir sehen dort, dass er Mitsuki ansieht, aber die Preview ist natürlich geschnitten, deswegen kann es auch sein, dass es eine andere Szene war, dazu komme ich gleich nochmal, und dann sehen wir halt, dass es Mitsuki sein könnte, dass er das Ganze eingefädelt hat, weil Mitsuki scheint mir auch wie ein Charakter, der so einer wäre, der gerne seine Schüler prüfen wollen würde, deswegen, oder seine Mitschüler prüfen wollen würde, deswegen würde das hier sehr, sehr gut passen, aber ich weiß nicht so ganz. Jedenfalls, ist eine Bestie davor und die sieht ein bisschen Enma-mäßig aus, also das haben auch viele letzte Woche geschrieben, dass diese Bestie, sag ich mal, aussieht wie der vertraute Geist von Sarutobi, also Enma, und dass es halt so eine Schlange rauskommt, aber die Schlange hat auch keine Augen und sieht doch ein bisschen dämonisch aus, würde ich fast sagen, deswegen sehr, sehr merkwürdig und es scheint auch so, dass nur Boruto sehen kann, dass da so ein Löwe ist oder so eine Art Bestie ist, sag ich mal, und wir haben Boruto nicht gesehen, also nicht in sein Gesicht sehen können, wir haben nur aus Borutos Sicht gesehen, deswegen könnte es sein, dass das Tensei-Gun da wieder aktiviert war.
weiß man natürlich nicht. Normalerweise sind die anderen Schüler das bemerkt, aber wer weiß, wie das abläuft, weiß ich auch nicht ganz genau. Es ist sehr, sehr, sehr viel strange, muss man sagen. Deswegen, ich versuche euch Antworten zu liefern, aber es ist halt sehr schwer, weil, ja, was soll ich sagen, man weiß halt nicht, was das ist und das ist halt sehr, sehr komisch. Wie dem auch sei, Boruto rettet Shoujo, Shikadai und Inujin retten dann Boruto und Sarada war auch geschockt, aber ist nicht drangekommen. Ich glaube, das wird auch nochmal wichtig sein für die nächste oder übernächste Folge, dass Sarada das nicht geschafft hat, da rechtzeitig da zu sein. Und Konohamaru saves the day, er kommt mit dem Rasengan und macht sich auch nochmal Gedanken dazu, was das eigentlich war und was das für die Zukunft sein könnte. Also sehen wir, dass das auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen da sein wird, auch mit Mitsuki im Bezug wird es auch nächste Folge nochmal thematisiert werden. Und das Mädchen mit lila Haaren hat dann sehr, sehr merkwürdig geguckt, aber ich glaube, das wird auch nicht viel da reinspielen. Ich denke nicht, dass hier was damit zu tun haben wird. Und die Mädchen haben gewonnen. Und die Boys und Girls verstehen sich jetzt ein bisschen besser. Wie gesagt, Plot in dieser Folge sehr, sehr dünn, also sehr, sehr normal, sehr, sehr eintönig. Und Shino kommt als Lehrer nicht so wirklich, dran an die Schüler, sage ich mal. So, Mitsuki taucht dann auf, sehr, sehr cooler Auftritt, finde ich, an der Wand, wo er alle so zugesehen hat. Und deswegen kann man halt sagen, dass dieses Wesen von ihm kommt, weil er halt da zugesehen hat und geguckt hat, was seine Mitschüler machen, wie stark seine Mitschüler sind, um das Ganze einzuschätzen. Weil, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt einen One-Shot von Mitsuki und wir sehen dort, dass er ein künstlicher Mensch ist, der geschaffen worden ist von Orochimaru. Und Mitsuki ist verdammt nochmal strong. Er könnte jeden einzelnen Schüler da kaputt machen und er könnte, glaube ich, auch gegen Konohamaru und Shino ankämpfen oder Shino auf jeden Fall fertig machen, denn Mitsuki hat den Sage-Mode drauf und einen enorm starken Sage-Mode drauf, also der ist wirklich richtig, richtig broken. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er halt testen wollte, wie stark seine Mitschüler sind und deswegen denke ich auch, dass er in der Lage wäre, so etwas einzufädeln, aber ist ein bisschen schwer, weil warum sollte er vorher auf Denki gehen, warum sollte er vorher auf Metzeli gehen und so weiter und so fort. Ist es ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht hat er die ausgesucht, weil die mit Boruto gechillt haben, weil für die Leute, die es nicht wissen, Mitsuki hat auch eine Art Box von Orochimaru bekommen, da war ein Bild von Boruto drin, vielleicht war das dann die Mission, die er ausführen sollte oder so, weil Boruto soll sozusagen für Mitsuki die Sonne darstellen, also Mitsuki hat nichts gegen Boruto an sich, er mag ihn eigentlich, was das angeht, deswegen werden wir mal gucken, was nächste Woche sein wird, weil der Tenzin von Boruto ist wieder da, ist ja die Frage, ob er Mitsuki ansieht und er das gleiche sieht wie bei Denki bei Metzeli oder ob es so ist, dass die Prüfe so geschnitten worden ist und er wieder was anderes sieht, man weiß es nicht, also ich kann mir vorstellen oder ich denke sehr, sehr stark, dass es doch von Mitsuki ausgehen wird, weil mit den Schlangen macht es halt Sinn, es macht Sinn, dass es ein Plot ist für den Anfang, wo es halt Mitsuki ist und so baut man das aufeinander auf, sage ich mal, und dann hat man das abgeregelt. Deswegen denke ich, dass es noch Sinn machen könnte, das genau so zu machen oder einzufädeln. Deswegen schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Was denkt ihr zu dieser komischen Schlange, zu Mitsuki? Hängt das zusammen oder was sind eure Gedanken? Natürlich kommt aber das Boruto-Kapitel raus, also das neue Boruto-Kapitel, da kriegen wir neue Erkenntnisse, weil dort ist schon der neue Gegner aufgetaucht. Sobald das Kapitel kommt, kommt auch ein Video dazu. Deswegen, ja, freut euch schon mal darauf. Damit soll es auch gewesen sein und hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein!